So, BBSRS ist sehr geil, aber keine Performance-Felge, sieht an der Le Mans auf Zeitlose und geiler aus. Ich finde die Le Mans bei neueren Felgen cool, bei Oldtimern oder Youngtimern finde ich die RS fast immer besser, aber die RS sehe ich auch weniger als Motorsportfelge. Also es ist eher so ein klassisches Rad und die RS ist auf der, ich darf jetzt nicht fallen, aber ich glaube auf der IAA 83 oder 81 vorgestellt worden. Und BBS, nein, BBS ist nicht der Erfinder der Kreuzspeiche. Die Kreuzspeiche ist in die 60er Jahre gekommen. Und ich werde das Thema mal aufbereiten, weil ich war schon mal im Museum, und zwar in den USA, in L.A., im Peterson Museum, und da sollte eigentlich ein Rennfahrzeug stehen. Das hatte ich vorher gegoogelt. Dann waren wir in Peterson, das Video ist bei mir online, bei YouTube, bei F-Garage, und dann war das Fahrzeug aber nie da. Und auf dem Fahrzeug ist die allererste Kreuzspeiche. Und da werde ich nochmal ein Special dazu machen. René, weißt du, was die meisten von euch verwechseln? Es war die erste dreiteilige straßenzugelassene Felge, Genau, das kann sein, die erste dreiteilige straßenzugelassene Felge, weil die dreiteiligen Felgen kommen ja aus dem Motorsport und zweiteilig und dreiteilig haben sie teilweise schon in die Anfänge der Automobilindustrie. Jetzt zeige ich euch, haltet euch fest, jetzt kommt der Erfinder der Alufelge. So, Google hilft, jetzt kommen wir langsam hin. So, gibt es noch... Früher der Typ 35, ne, das waren so die Anfänge quasi, das werde ich auch nochmal aufbereiten. Bugatti war derjenige, der die Alufelge erfunden hatte mit. Also Bugatti, die Alufelge kommt von Bugatti und das war ganz interessant, weil das Hauptproblem damals, warum waren die schon zwei- und dreiteilig? Das Hauptproblem war der Reifenwechsel. Der Reifen war bis in die 60er Jahre ein absolutes Problem und Reifenwechsel war richtig kompliziert. Und die haben einfach die Felge auseinandergebaut, damit sie einen Reifen wechseln konnten. Deswegen kommen dort zweiteilige und dreiteilige Felgen her. Ich dachte ganz früher immer, dass das wegen Motorsport, dass die das Setup auf die Rennstrecke anpassen können. Ja, wurde später auch gemacht. Und die Felgen waren dann auch teilweise dreiteilig im Motorsport. Das hast du beim Porsche 917. Bei dem Porsche hat man das ganz klar gehabt. Und zwar war das so bei dem Fahrzeug auch mit den Dreiteilerfelgen, die es dann teilweise für die Rennstrecke gab. Du hast das Rad gerade so über die Bremse bekommen. Das war hauchdünn. So, und du konntest halt quasi kein Tiefbett einarbeiten bei der Felge, weil das Tiefbett ist nie das Felgenbett. Na, viele sagen auch Tiefbett dazu, das ist aber falsch. Das Tiefbett ist innerhalb einer Felge. Jetzt machen wir mal einen Querschnitt in der Felge, dass ich das auch noch zeigen kann. Felgen, Tiefbett. So, Google berichtigt. Ich tippe es mal einfach ein hier. Ja, Bilder. Hier haben wir es. Felgen ABC. Und das Tiefbett ist hier im Inneren der Felge. Na? So, und das hilft dir, den Reifen drauf zu ziehen. Und das gab es halt damals noch gar nicht. Beziehungsweise beim Motorsport hattest du den Platz nie, weil die Bremse hier gerade so reingepasst hat. Und das war quasi verlorener Platz. Und deswegen haben die teilweise auch ganz oft auf der Rennstrecke Dreiteiler gehabt, damit die einfach den Reifen wechseln konnten. So, und das sind auch die Anfänge von der Alufelge und von Dreiteilern. Und Bugatti ist quasi der Erste, der es erfunden hat. Und Michelin, ist auch ganz interessant, war in der Felgenentwicklung zur Anfangszeit ganz vorne mit dabei. Weil Reifen und Felge war eine Einheit und die Reifenhersteller hatten ganz oft Probleme mit Reifenplatzern, Radwechsel. Das war früher gar nicht so... Gar nicht so einfach. Ich denke mal, das Thema werde ich nochmal komplett aufarbeiten, also richtig mit Hintergrundwissen, weil ich habe noch jemanden, der die exakte Geschichte komplett kennt, also eine absolute Koryphäe, den kriege ich aber nicht vor die Kamera, der ist auch schon hundealt. Der hat früher mal bei Ronal gearbeitet und also ich kenne niemanden, der mehr Wissen hat über Alufelgen. Und ich werde das ganze Thema nochmal aufarbeiten und von dem habe ich eigentlich das meiste und da waren mir viele Sachen, waren mir gar nicht bewusst. So. Jetzt ist wieder ganz einiges reingekommen hier. So, gerodet immer, weil was Interessantes kommt, kommen meine Kollegen und wollen was, so ein Mist. Gerodet, bist du auf Arbeit? Also wenn ja, dann geht hier komplett der Gruß raus, das ist Chef. Was ist dein Favorit beim C63 AMG vom Baujahr? Pascal Siegel, C63 AMG, würde ich fast sagen,
eigentlich die aktuelle Generation mit dem V8 Biturbo, weil der Vorgänger war ja ein Sauger. Ich finde den V8 Turbo aber besser, hat mehr Potenzial und die Motoren sind krass. Da machen wir gerade mit MX Motorsport, bauen wir gerade an meinem alten weiter, da kommt richtig Power rein. Deswegen würde ich eher zu dem aktuellen Modell kommen, weil der C63, der Nachfolger, wird höchstwahrscheinlich 6 Zylinder haben, also kein V8 mehr oder noch weniger, 4 Zylinder. Aber die meisten gehen vom 6 Zylinder aus, aber definitiv kein V8 mehr. So, baut ihr nochmal einen E36 Drifter? Nö, bin ich so der Drifter, also Driften, ja, nee, bin ich so der Drift-Fan. Ich glaube, wenn ich einen Drifter bauen würde, dann das Ding. Ich glaube, wenn Drifter, dann MX-5, finde ich. Also den älteren, nicht den neueren, sondern die ersten Generationen. Ja, den. Ich glaube, wenn ich einen Drifter baue, dann so eine Kiste, finde ich mega geil zum Driften. Soll sich auch richtig geil fahren. Golf 2 Pandem. Oh ne, beim Golf 2 würde ich kein Pandem machen. Golf 2 nur Rallye oder Original. Aber Golf 2 Pandem, können wir nochmal reingucken. Zwei. Das ist hier der Golf. Pandem. Gehen wir noch schnell rein. Ja, mein Dickerchen. Oh nee, das wäre nicht so meine Welt. So, mein neuen Felgenstyle würdest du für Audi A4 B9 Kombi empfehlen, 1920. Sebastian, wir können mal so ein Felgen-Special machen, dass wir mal so die Autos durchgehen, was ich empfehlen würde. Vielleicht mit Asphaltriems noch rein, weil da brauchen wir noch einen Preis, ist immer eine Preissache. Was sagst du zum E39? Florian, E39. Oh, E39 ist, also wenn du das Geld hast, dann das. Wäre für mich das Auto. E39 Rot finde ich schon mal richtig geil. Als M5 wäre mein Auto. Muss auch kein M5 sein. Aber E39 finde ich richtig, richtig cool. Der hat auch noch so die alte BMW-Form. Na, die Nachfolger der E60 war ja dann dieses typische Bengele-Design. Finde ich geil. Aber musste drauf stehen. Und der hat noch so wie der E46 die alte BMW vorn. Mega Potenzial. Und als M5, ich bin halt so ein Rot-Typ bei BMW. Imola Rot, zum Beispiel eine meiner Lieblingsfarben. Und den als M5 in Rot, da ziehen die Preise auch an. Oder E46, M3 Rot. Ey, hallo. Ist doch der Hammer, oder? Finde ich mega. So. Ich sehe gerade, ihr dürft es mir nicht böse nehmen, aber die bei mir kommen die Kommentare teilweise völlig unterschiedlich rein. Wahrscheinlich hier ein bisschen leck. So. Genau, Edition Low E36 kommt das Alter, wo Originale wieder seltener wären und deshalb auch wieder cooler. Definitiv sehe ich auch so E36 Original. Ich sag mal Tieferlegung, dezent, seriennah, paar schöne Felgen drauf, was du auch schnell zurückrüsten kannst. Absolut geil. Vielleicht paar kleinere Sachen an der Karosserie, was keiner sieht, dass du paar schönere Felgen drunter kriegst. Und selbst mit einem dezenten Tuning, was nie so prollig ist, Hammer, weil E36 hatte mal einen scheiß Ruf. Die Leute oder der Ruf ist jetzt bei AMG. Ist einfach Fakt, ne? Ich sag bloß Kudamm Berlin. Poser, ne? Hier die gute Autobild. Autobild sind ja auch immer, ne? Autobild Poser Beiträge und die Autobild Poser Autobild 10.000 Autobild. Ey, die Autobild schreibt immer einen Scheiß teilweise. Also die haben auch gute Artikel, aber mit diesen Poser und wenn die Bildschirme Poser Polizei und hier und die machen uns am Ende das Hobby auch ein Stück weit kaputt. Dass sie die Autos in der Presse halt Poserkönig auch richtig kaputt reden. Und das ist halt Soko Auto Poser Polizei, genau. Soko Auto Poser ist doch wieder hier. Und was ist es? Ein Mercedes. Polizei sucht ein Mercedes in AMG raus. Und wenn du so eine Reportagen siehst, ist halt AMG und laut und hier. Und die Autos werden image-technisch brutal kaputt gemacht. Und dann fährst du einen geilen AMG normalen und dann bist du so in dieser Klientel dieser Leute drin. Und das war früher der E36, der Poser E36. Und das Image finde ich beim E36 ist langsam weg. Der hat wieder Stil, der kommt, geil. Aber dann darfst du natürlich auch nie posermäßig bauen, weil dann bist du, finde ich, hat er keinen Stil mehr. Ne? Nichts gegen Breitbau, wenn es auf Motorsport gemacht ist. Auch cool, ne? Aber es ist halt ein schmaler Grat.